Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alweb Bestwin. Wir sind immer noch unterwegs zu den, dieser Mördersekte, um sie auszuräuchern. Ah, ich krieg neue Schuhe. Wir wollen irgendwie so dieser komischen Stele mit den Übersetzungen aus dem Ronka-Reich. Das Lager der Fanatiker heißt Eidbund. Es liegt in einer Höhle westlich von dir. Der Wachmann sagte, dass es einen engen Zugang zu der Höhle gibt, der direkt zu den Spinnennestern führt. Nicht mehr als eine Öffnung im Gestein. Dort sollten wir die Bienen aussetzen. Er hat mir genau gesagt, wo ich den Zugang finde. Folgt mir. So, aber unterwegs holen wir uns noch eine Windätherquelle. Die scheint auf dem Weg zu liegen oder in der Nähe. So. Ein bisschen nach Norden muss ich nochmal. Kleinen Umweg um diesen Felsgipfel da vorhin gemacht. Nordwest. Ja, genau. Also wir fahren ja schon in die richtige Richtung. Okay, Norden. Naja, okay. Geht zuerst mal zurück hier und spreche mit Ishtola. Da oben ist die Öffnung. Seht ihr? Ein bisschen hoch. Aber wenn wir die Säcke öffnen und durchwerfen, sollte es klappen. Wenn einer von uns daneben wirft, bekommen wir mächtig Ärger mit den Bienen. Soll ich das übernehmen? Dann gebt mir eure Säcke. Wer sagt's denn? Jeder Wurf ein Treffer. Jetzt brauchen wir nur noch auf das Jubelgeschrei zu warten. Wow! Bienen! Hier sind überall Bienen! Wo kommen die denn her? Ah, die stechen! Und es werden immer mehr! Sie haben es auf die Spinnen abgesehen! Hilfe! Rettet die Spinnen! Klingt ganz so, als würde unser Plan funktionieren. Der Weg ist frei. Wenn uns doch jemand in die Quere kommt, müssen wir eben kämpfen. Kein Problem, wenn wir dabei schnell und unauffällig vorgehen. Ich werde mir Mühe geben, die Spuren des Kampfes zu verwischen. Und wenn wir einmal drin sind, wird mir schon etwas einfallen, um das Chaos perfekt zu machen. Bleib du aber bei Ishtola und beschütze sie, wenn nötig. Als ob Ishtola Schutz braucht. Ah, sagt sie ja schon. Ich weiß deine Ritterlichkeit zu schätzen, aber ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ritter? Ich sehe mich eher als einen flüchtigen Hauch in den Schatten. Mal ist er hier, mal ist er fort. Die Schatten sind doch ein geeigneter Ort für ein Kind Krieger der Dunkelheit. Also, alle bereit? So. Also dann, auf nach Eidbund und unterwegs schauen, wo die Windätherquelle ist. ...71 Richtung Norden, okay. Sag doch hier gerade mal alles. Richtung Westen, okay. Ich sehe hier nichts. Ich stehe doch schon fast drauf, oder was? Ah!
da hat sie sich versteckt. Ja, jetzt muss ich aber erstmal hier diese Tomatels da killen. Und die nächste und die Vampirdranke kommt auch noch. Jetzt aber. Windätherquelle. Und ja, gegen euch muss ich wohl antreten. Mal schauen, ob ich einfach durchrennen kann und einige davon wieder aufgehen. Bestes eine, okay. Ich muss da hier in diesen Raum da hinten rein, okay. Ja, geht doch. Muss gar nicht gegen die ganzen kämpfen. Vielleicht am Ende gegen ein, zwei. Aber da kann man einfach schön durchrennen. Oh, der hat aber gar nicht gut hingeschaut. Okay, ich stolle, ich bin da. Da ist ihr Himmelsbecken. Dies muss die Gebetshalle sein. Dann ist die Stele vielleicht noch tiefer im Inneren. Okay, dann gehen wir da rein. Okay, das sind irgendwelche Wandmalereien. Die schauen wir uns mal genauer an. Also eine Wandmalerei, da steht so ein... Okay, was auch immer. Noch eine Wandmalerei. Aber offensichtlich ist das die Wandmalerei, die Stola sich anschauen will. Ach nee, sie ist hier an diesem Ding da. Okay. Hier, das ist die Stele des Verstehens. Es sind nur ein paar Dinge, die ich nachsehen muss. Bitte bewache in der Zwischenzeit den Eingang. Nein, warte. Sieh dir doch bitte mal diese Wandmalereien an, während ich die Stele studiere. Sie sehen ziemlich alt aus. Sie stammen ohne Zweifel aus einer Zeit vor den Kindern der ewigen Dunkelheit. Älter noch als die Untertanen der Nacht. So eine Gelegenheit bekommen wir so schnell nicht wieder. Wer weiß, was wir von den Malereien alles lernen können. Sieh sie dir genau an. Okay, auf der Seite sind keine Wandmalereien. Okay, wir schauen uns die Wandmalereien genauer an. Bewege die Okay. Mhm.
Diese Malerei ist sehr alt. Eine Gestalt sitzt auf einem Thron umringt von Untertanen. Diese Malerei sieht am ältesten aus. In der Mitte steht ein triumphierender Krieger über einer Schattengestalt. Um ihn herum stehen Leute, die seinen Sieg feiern. Diese Malerei ist die jüngste von den dreien. Ein Krieger schützt sich und seine Kameraden vor einer sie umschlingenden Dunkelheit. Es sieht so aus, als hätte man versucht, den Krieger aus dem Bild zu entfernen. Es sind Bilder von Helden aus unterschiedlichen Zeitaltern. Eins aus der Zeit der Mythen, eins aus der Ronka-Epoche und das dritte. Es stammt aus der Zeit, als ich noch lebte. Damals betrat ein Mann diesen Ort, um die Wandmalereien zu studieren. Wir standen in seinem Dienste, Monster beseitigen, Proviant besorgen, das Übliche. Er war ein sonderbarer Kauz, aber er hatte ein großes Herz. Er erklärte mir, dass das erste Bild aus einer uralten Vorzeit stammt, die noch nicht mal einen Namen hat. Ein Zeugnis von den Helden einer längst vergessenen Ära. Nach langer, langer Zeit, in der Ronka-Epoche, hätte dann jemand das Bild entdeckt und daneben ein Bild von den Helden aus seiner eigenen Zeit gemalt. Wenn ihr euch irgendwann als Helden einen Namen gemacht habt, muss ich euch auch daneben malen, sagte er. Dann hat er gelacht. Ein feiner Scherz. Als ob man mit Wasser holen und Holz sammeln hätte berühmt werden können. Aber es sieht so aus, als hätte er Wort gehalten und uns gemalt. Ob er es vor der Lichtflut gemalt hat oder danach? Jedenfalls sind die Gesichter nicht mehr zu erkennen. Ob sich jemand abgekratzt hat? Vielleicht er selbst, als ihm klar wurde, was wir getan hatten. Was glaubst du, wie man sich an dich erinnern wird? Ich bin fertig. Lass uns schnell von hier verschwinden. Ist noch etwas? Komm schon, wir wollen Tankred nicht warten lassen. Oh, das ist ja praktisch. Wir stehen gleich hier, müssen uns gar nicht rauskämpfen. Hier sollten wir in Sicherheit sein. Danke für eure Hilfe. Ich glaube, ich habe bekommen, was ich brauche. Und du, Elvib? Haben die Wandmalereien dir etwas verraten? Verschiedene Heldenbilder aus dem Zeitalter der Mythen des Ronka-Kaiserreichs und kurz vor der Lichtflut. Respekt, das hast du gut beobachtet. Wie ich schon sagte, du bist eine Meisterin vieler Talente. Wer weiß, dieses Wissen könnte noch wertvoll werden. Schließlich könntest du als Kriegerin der Dunkelheit auch noch Teil der Heldengeschichte dieser Welt werden.
So. Langsam wird's golden. Unsere Arbeit hier ist getan. Kehren wir nach Schlangenzweig zurück. Ihr zwei solltet euch etwas ausruhen, während ich die Übersetzung abschließe. Runa wird euch mit einem Schlafplatz und einer ordentlichen Mahlzeit versorgen. Ihr könnt euch bei ihm ja mit einem Bericht über unsere turbulente Aktion bedanken. Ach, warte mal, Runa ist doch mit Sicherheit. Da können wir ja teleportieren. Ich schaue jetzt nur, ob hier in der Nähe noch Südwest. Ja. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier noch die Windätherquelle kriegen, die auf dem Weg liegt. Richtung Westen. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal. Ist eine hier irgendwo beim Wasser. Westen, Westen. Ich vermute, ich werde schwimmen müssen für diese Windätherquelle. Ich weiß, wo sie ist. Ich kann mich erinnern. Ich muss da hinten auf diese irgendwie da Jumping Puzzle. Ja. Genau. Jumping Puzzle über diese Blätter. Dann machen wir das. Ja. Nicht so hektisch. Ah! Ich hasse Jumping Puzzles, da bin ich nie gut drin. Na! Das sieht so einfach aus. So. Ich bin oben. So. Die nächste ist weit im Osten. Okay. Dann jetzt zurück zu Runa. Oh. Und dann wissen wir, was wir nächste Folge machen. Alve, der Wachmann vom Baum der Abgeschiedenheit hat mir gesagt, dass ihr in Eidbund wart. Und kaum seid ihr wieder zurück, schließt sich Matoya in ihrem Zimmer ein, ohne ein Wort. Dabei weiß ich doch, was für Sorgen ich mir mache, wenn sie geht, ohne mir etwas zu sagen. Na, Hauptsache, sie ist unversehrt wieder da. Ihr müsst umkommen vor Hunger. Ich setze euch ans Feuer. Setzt euch ans Feuer. Ich bringe euch gleich eine herzhafte Stärkung. Okay. Dann setzen wir uns ans Feuer. Der Wald ist unruhig. Die anderen lassen sich Zeit. Dabei ist das Essen längst fertig. Fangen wir schon mal an. Würdest du bitte Matoya holen?
Weich mir nicht aus. Du musst doch bemerkt haben, was mit dir los ist. Sie hat die Gabe des Lichts. Deswegen wird sie auch nicht zu einer von ihnen, wenn sie einen Lichtbringer tötet. Aber ihr Äther ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon unbeeinflusst bleibt. Das Licht, das die großen Sündenvertilger abgeben, es verschwindet nicht einfach. Habe ich recht? Es staut sich in ihrem Inneren immer weiter an. So ist es doch, oder? Es gibt bereits eine Lösung, was am Ende zu tun ist, doch darüber kann ich noch nicht sprechen. Wie kannst du nur so stur sein? Dass du nicht offen mit uns sprichst, selbst in so einer Lage. Uriange, ich glaube ja, dass du nicht versuchst, uns zu hintergehen. Aber wenn du nicht langsam mit der Geheimniskrämerei aufhörst, wird es immer schwieriger, einfach so auf ein gutes Ende zu vertrauen. Da gibt es noch etwas. Es beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Wir sind doch beide zusammen in diese Welt herübergeholt worden. Der Ausblick auf die 8. Katastrophe. Der Grund, warum wir das alles hier machen. Hast du das wirklich im interdimensionalen Riss gesehen, als du hierher gerufen wurdest? Sei ehrlich. Alarm! Alarm! Es sind Truppen aus Yulmo. Sie greifen an! Indessen in Yulmo. Lord Warthree, wann haben wir uns das letzte Mal gegenübergestanden? Bei deiner offiziellen Amtsübernahme? Seitdem hast du bedeutend an Gewicht gewonnen. Hüte dein loses Mundwerk, wenn du mit mir sprichst, Kristallexarch. Es heißt, deine Stadt unterstütze die Störenfrieden, die man nun Kriegerin der Dunkelheit nennt, dabei, die Sündenvertilger zu töten. Und es heißt, man hätte meine Armee lächerlich gemacht. Sag mir, was soll ich davon halten? Das würde ich dich gerne fragen, Lord Warthree. Die Beseitigung der Lichtbringer ist doch ein Segen für die Welt. Die Bewohner des Seenlandes freuen sich ebenso wie unsere Freunde im Reich der Feen über die lang ersehnte Rückkehr der Dunkelheit. Endlich gibt es wieder einen Anlass, den Kopf hochzuhalten. Warum um alles in der Welt willst du diesen Hoffnungsschimmer im Keim ersticken? Hoffnung? Du hast gar nichts, wirklich gar nichts verstanden. Es gibt keine Hoffnung. Diese Welt ist am Ende und nichts kann das ändern. Selbst wenn man alle Sündenvertilger auf einmal vernichten würde. Sieh dich um, es ist kaum noch etwas von ihr übrig. Es gibt nicht genug Felder, nicht genug Flüsse, um alle zu ernähren. Nicht mehr lang und wir werden uns um den letzten Sack Rüben die Köpfe einschlagen. Nicht die Sündenvertilger, wir selbst werden uns ausrotten. Und deswegen
übernehme ich die Kontrolle. Ich herrsche als neuer König. Nein, als Gott! Sie werden mich verehren. Sie werden mir schmachtend zu Füßen legen. Ich, Herr der Ordnung und des Friedens, werde das einzige Glück sein, das Sie kennen. Der Pöbel ist dumm und töricht, lieber Kristallexarch. Es gibt immer ein paar, die alles kaputt machen wollen. Mit Furcht regiert es sich daher immer noch am besten. Nur unter meiner schützenden Hand kann man sich sicher fühlen. Nur unter meiner Führung hat man auch morgen noch einen Platz zum Leben. Dafür wurden mir die Sündenvertilger gegeben. Damit ich ein Paradies auf Erden erschaffe. So muss es sein. In der Zukunft, in der die achte Katastrophe eingetreten ist, ist es ihm gelungen, sein unveränderliches Reich zu errichten. Was sagst du da? Ach, nichts. Dein Argument habe ich jedenfalls verstanden. Lord Warthry, du bist mit solcher Kraft gesegnet, dass du einfach nichts anderes kennst, als andere zu unterwerfen und auszubeuten. Deswegen denkst du so, wie du denkst. Aber die Männer und Frauen dieser Welt sind weitaus begabter und beharrlicher, als du dir vorstellen kannst. Wir müssen einander nicht dessen berauben, woran es uns mangelt. Wir können mit eigenen Händen erschaffen, was wir brauchen. Das ist der Traum, aus dem alles Wissen und jede Kunstfertigkeit hervorgegangen ist. Es braucht Zeit, aber dieses Mal werden wir es schaffen. Doch dazu müssen wir die Welt zuerst von den Sündenvertilgern befreien. Blödes Geschwätz! Wer will schon für etwas kämpfen, das 100 oder gar 1000 Jahre weit weg liegt? Die Leute denken nur an ihr eigenes Glück. Und sie wollen es jetzt. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Die Selbstlosen, die Blut und Tränen dabei vergossen, anderen einen Weg in eine Zukunft zu bereiten, die sie selbst nie erreichen. Ich sah die Leidenden, die unter ihrer Last stöhnten und die Zurückgebliebenen beweinten, während sie auf diesem Weg immer weiter vorwärts drängten. Ich glaube daran, dass unsere Leben auf diese Weise miteinander verbunden sind. Ich weiß es. Deswegen bin ich bereit, meins zu geben. Das heißt dann wohl, dass du nicht vorhast, mir die Störenfrieden und ihre Freunde auszuliefern. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem sie uns den Weg in eine neue Zukunft eröffnet. Es ist zwecklos. Aber genau das, was ich erwartet habe. Du bist ja so ein unverbesserlicher, berechenbarer Dummkopf. Ich habe meine Truppen längst in die vom Licht bedeckten Gebiete entsandt. Sie werden die Lichtbringer beschützen und jeden Störenfried in den Staub trampeln. Diese Welt gehört mir. Ihre Bewohner gehören mir. Und du gehörst mir auch. Was? Wo ist er hin? Was für ein gemeiner Trick. Hat sich denn alles gegen mich verschworen?
Gehört ihr zu den Untertanen der Nacht? Ja, ich werde für sie sprechen. Doch zuerst will ich wissen, was ihr mit der Wache gemacht habt. Gebt ihn uns, sonst ist das Gespräch hier und jetzt zu Ende. Du wirst jetzt ganz genau zuhören. Gemäß Befehl meines Herrn Lord Warthree steht dieser Wald ab sofort unter der Obhut von Yulmore. Ihr habt unseren Weisungen Folge zu leisten. Diese Dreistigkeit sieht ihm ähnlich. Und die Kinder der ewigen Dunkelheit lecken bereits seine Stiefel, wie ich sehe. Sie haben ihre eigene Abmachung mit meinem Herrn getroffen. Die Untertanen der Nacht haben wiederholt die schützende Hand Yulmores abgelehnt. Ein äußerst gefährlicher Zustand. Daher hat der fürsorgliche Lord Warthree beschlossen, diesen Wald in Besitz zu nehmen und die Herrschaft darüber unseren treuen Verbündeten hier zu übertragen. Von nun an wird allein unser Glaube gelten. Das hat uns Lord Warthree ausdrücklich versprochen. Von ihm haben wir auch erfahren, dass die gelobte Kriegerin der Dunkelheit im Seenland und in Ilmek erschienen ist und dort Wundertaten vollbracht hat. Warum erlöste sie nicht zuerst unsere Heimat? Weil ihr sie mit eurem oberflächlichen, verwässerten Glauben vergrämt habt! Solange Yulmore herrscht, wird es keine Dunkelheit geben. Doch es war der Hass auf uns, der euch blind gemacht hat, nicht wahr? Ihr bekommt eine letzte Chance. Alle Untertanen der Nacht, die sich Yulmore unterwerfen, haben sich unverzüglich in Eidbund einzufinden. Zu den Kindern der ewigen Dunkelheit? Ihr verlangt, dass wir unseren Glauben abschwören und unsere Gebete aufgeben? Eure Gebete verhallen ungehört. Wir werden euch die einzig richtige Art zu beten lehren. Was ist mit denen, die hier bleiben? Sie wurden gewarnt. Sie werden lernen, wie wir mit Unruhestiftern umgehen. Geht, ich kümmere mich um die Wache. Okay. Dann sprechen wir noch schnell mit Uranger. Hoffentlich dauert das jetzt nicht so lange. Den Wachmann hat es schlimm erwischt. Das Gift hat sich in seinem ganzen Körper verbreitet und ihm alle Sinne geraubt. Niemand weiß genau, wie die Kinder der ewigen Dunkelheit ihr giftiges Bräu zusammenmischen. Es wird nicht leicht sein, ihn zu heilen. Auch nicht auf magischem Wege. Ich weiß, dass Ishtola alles versuchen wird. Doch ob er überleben wird, wissen nur die Götter. Okay, das war jetzt eine relativ lange Cutscene. Deswegen mache ich hier direkt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.